Moin Leute, hier sind wir bei der Checkpoint-Herausforderung. Das heutige Klassiker-Einladungsrennen hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Formel-1-Meisterschaft, aber bei dem Ruf, den die Fahrer zu verteidigen und vielleicht sogar zu verlieren haben, ist ganz klar, dass sie unbedingt zeigen wollen, was sie können. Ja, versuchen wir es. Das Auto ist wieder ein bisschen anders zu fahren, aber ziemlich gut, muss ich sagen. Macht sehr viel Spaß. Also hätte ich auch gerne so ein Auto. Die Bremsen sind echt toll. Ja, wir schaffen es, denke ich mal. Da gefahren. War ganz gut. Es geht. Es geht. Jetzt geht's zu Monaco, dem Training. Ja, das wird kein einfaches Rennen. Auf jeden Fall nach dem Rennen vielleicht nur eine Rückblende oder so. Aber das wird jetzt schwierig. Glückwunsch zu deinem Erfolg beim Einladungsevent. Er mag dir vielleicht in der Meisterschaft nichts nützen, aber er ist definitiv förderlich für deinen Ruf. Eigentlich ist gescheitert, das ist ein bisschen schade. Aber Wetter zumindest ist gut und wir haben es deutlich verbessert. Das ist auch sehr wichtig. Ich sollte genug Punkte holen, dass wir das weiterentwickeln können.
Der Grand Prix von Monaco steht an und wir starten das Wochenende mit dem heutigen freien Training. Das ist nicht gerade die einfachste Strecke. Für die Teams bietet die Session also wertvolle Zeit und die gilt es zu nutzen. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen und wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Wenn wir Glück haben, machen sich die Verbesserungen bemerkbar. Also probieren wir es mal aus. Ja, und wir machen den maximalen Abtrieb erstmal und dann Streckenakklimatisierung. Wir sollten schon die Strecke kennen, aber naja, ist nicht einfach. Ganz schön eng. Nein. Knapp dran. Also erstmal reparieren. Ja. Nicht einfach. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Na dann, zweiter Versuch. Das war schon so, drei. Ach, einmalig Blinde. Was soll's. Ganz nah, ja.
geschafft, zum Glück. Aber im Rennen so viele Runden. Das wird nicht einfach. Strecke frei, also weiter. Test abgeschlossen. Das war aber ziemlich einfach. Ja. Ein bisschen zu einfach. Na gut, dann weiter mit Teammanagement. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Nein, danke. Oh. Das war ein bisschen knapp. Ich denke mal, vielleicht mit ein bisschen Glück hätte ich das geschafft, aber... Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Naja, wir gehen erstmal weiter.
Ah. Oh nein. Zumindest das geschafft. Aber die Strecke ist nicht ohne. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 18,0. Der Russell ist ja auf harten Reifen. Ja, 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 ja. Das ist auch nicht gut. Auch zu weit. Leider nicht geschafft. Wir sind 20. auf dem Temporadar. 272,5 Kilometer pro Stunde. Ja, versuchen wir dann mit anderem Setup.
Ein bisschen viel los auf der Strecke. Dann der nächste Versuch. Vorhin Russell und jetzt Kubica. Toll, toll, toll. Wie ich die Strecke mag. Nein, danke. Macht keinen Spaß. Viel zu eng. Ich versuche es trotzdem noch einmal, das letzte Mal. Das Auto ist schon ein bisschen am Rutschen so. Wieder zu weit. Gar nicht gut. Na. Nee, gut. Zurück in die Garage. Ich denke mal, später einfach das Rennen überleben und wenn es irgendwie geht, vielleicht Punkt holen, aber. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Sieht schlecht aus. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Butler, Hamilton und Wolf. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochen. Ich weiß nicht, ob das Spaß wird. Denke ich nicht. Das letzte Stadtrennen ging eigentlich. Es war im Ergebnis viel besser als gedacht, aber ja. Ist nicht so mein Tipp von Rennen.
Ja, 300 wieder. Das ist gut. Auch leichte Verbesserung. Gut. Ja. Zweiter Versuch. Und wir gehen die Rennstrategie. Hoffentlich geht's. Schon mal 5 Runden da überleben. Das wäre schon was. Der Bremser könnte etwas besser sein, auch jetzt gerutscht einiges. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Zu weit, zu eng. Ja, Flügel kaputt. Ja. Aber da muss ich einmal. Sonst haben wir keine Chance. Wer kommt auf die Idee, hier zu fahren lernen mit Formel 1? Ah, gar nicht gut. Ja, dann Rückblende. Das war jetzt auch ziemlich eng.
Die Bremsen sind auch nicht toll. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib dran. Ja, geschafft, aber mit Schaden schon mal. Ja. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Wir machen auch Benzinmanagement einmal. Thank you.
Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen. Naja, wir beenden damit dieses Programm. Gar nicht einfach dieses Rennen. Wenn du Informationen zur Reifen-, Bremsen- oder Motortemperatur aufrufen möchtest, drück... Letzter Versuch für heute. Ja, 100 Runden, wenn ich gemacht hätte vorher, vielleicht würde es ein bisschen besser gehen, aber so. Ja, wir gehen einfach raus. Das war's. Ja. Wir stehen hier. Ja. Genauso fühle ich mich auch auf der Strecke. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,18,0. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Vettel, Leclerc. Ja, ich bin ziemlich weit hinten, aber gut. Wie gesagt, ist nicht mal ein Typ von Rennen. Damit können wir schon was anfangen. Ja, das dritte Training simulieren wir einfach mal. Und morgen dann weiter geht's mit Qualifikation. Vom Wetter müsste es passen, also wenigstens etwas Gutes. Also bis nächstes Mal. Tschüss.